Wahrlich für die Gläubigen vor euch wurde ein Loch in die Erde ausgeschaufelt und er wurde in dieses hineingesteckt. Daraufhin holte man die Säge, setzte sie über seinen Kopf und er wurde damit entzweigesägt. Doch dies hätte ihn niemals dazu gebracht, sich von seinem Glauben abzuwenden. Es gab Menschen, dessen Haut mit Eisenkämmen abgekratzt wurde, sodass man ihre Knochen und Sehnen darunter sehen konnte. Doch dies hätte sie niemals dazu gebracht, sich von ihrem Glauben abzuwenden. Dies waren die Worte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam an seine Gefährten, als diese ihn fragten: O Gesandter Allahs, solltest du nicht Allah um Hilfe bitten, damit er unsere Situation erleichtert? Es war die schwerste Zeit für die Muslime in Mekka seit Beginn der Offenbarung. Die Verfolgung der Muslime haben seit dem Tod von Abu Talib, dem geliebten Onkel des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ihren Höhepunkt erreicht. Denn es war das Wort von Abu Talib, welches die Quraysh stets davon abhielt, in voller Härte gegen die Muslime vorzugehen. Unter anderem schwindete durch seinen Tod die Hoffnung auf einen Sieg in Mekka, sodass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam damit begann, die Botschaft des Islam in anderen Städten zu verbreiten. Nachdem der Versuch, Unterstützung für die Botschaft in Taif, einer Partnerstadt von Mekka, zu bekommen, misslungen war, kehrte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zurück nach Mekka. Er wurde regelrecht von dort vertrieben und erlitt sogar körperliche Verletzungen. Die Nachricht über sein Vorhaben erreichte die Führer der Quraysh schnell, sodass sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam keineswegs mehr in Mekka dulden wollten. Sein Onkel Abu Lahab gewährte ihm jedoch Schutz, sodass er sich dennoch frei in Mekka aufhalten konnte. Von nun an besuchten der Gesandte sallallahu alaihi wasallam viele Reisende in der Gegend von Aqaba, um sie für die Botschaft des Islam zu gewinnen. Keiner der Reisenden interessierte sich jedoch für den Islam. Keiner außer einer kleinen Gruppe von 6 jungen Männern aus Yathrib. Diese Männer nahmen den Islam an und sollten das Licht dieser Botschaft erstmals nach Yathrib tragen. Nach etwa einem Jahr, nachdem sie die Botschaft in Yathrib verkündeten, kehrten sie mit einigen anderen zurück und leisteten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die erste Bay'a von Aqaba. Bevor sie sich auf den Rückweg machten, baten sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam darum, einen Lehrer des Koran mit ihnen zu entsenden, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair mit ihnen schickte. So wurde Mus'ab ibn Umair damit beauftragt, die Botschaft in Yathrib weiter voranzutreiben. Einst galt er als Prinz von Mekka. Er verzichtete auf alle Vorzüge, die ihm sein wohlhabender Stamm bescherte, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen und seinem Herrn zu dienen. Entschlossen machte er sich mit anderen Reisenden auf den Weg nach Yathrib. Sein unermüdlicher Einsatz sollte schon bald mit Erfolg belohnt werden. Etwa nach einem Jahr kam er mit 75 weiteren Gefährten nach Mekka zurück, wobei die Mitreisenden in Aqaba verblieben, um in Mekka kein Aufsehen zu erregen. Das Wiedersehen mit Mus'ab erfreute die Gesandten sallallahu alaihi wasallam sehr. Nachdem sie sich umarmten und Freudentränen vergossen, fragte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Was hast du mir mitzuteilen, O Mus'ab? Mus'ab radiallahu an war voller Freude und berichtete: O Gesandte Allahs, es gibt keinen einzigen Haushalt in Yathrib, welches das Licht des Islam nicht gesehen hat. Jeder spricht nur noch über diesen Dien und sie können es kaum erwarten, dich in Yathrib empfangen zu können. Dies bedeutete nicht, dass alle Bewohner Yathribs Muslime geworden waren. Doch sie haben den Islam als die einzig gerechte Regierungsform anerkannt und waren bereit, unter der offenbarten Gesetzgebung Allahs subhanahu wa ta'ala zu leben. Mus'ab erzählte dem Gesandten, dass 75 der einflussreichsten Männer und einige Frauen in Aqaba darauf warten, ihm sallallahu alaihi wasallam den Treueeid zu schwören. Dies war die ausschlaggebende Nachricht. Nun war die Grundlage für die Gründung eines Staates gegeben. Ein Staat, der mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat und die Botschaft des Herrn in die ganze Welt trägt. Die Gründung des Staates war ohne den Propheten ﷺ nicht möglich. Er musste sich nun eine Strategie überlegen, wie er seine Abreise möglichst verdeckt antreten konnte. Die Quraysh haben trotz aller Vorsicht vom Vorhaben der Muslime erfahren.
Sie konnten nicht zulassen, dass ein Mann und seine Gemeinschaft mit ihrer neuen Lebensordnung ihre zentrale Machtstellung gefährden. Dies haben sie doch seither versucht zu verhindern. Sie haben die Muslime über ein Jahrzehnt verfolgt, gefoltert und boykottiert. So hielten sie einen Rat in Dar al-Nadwa ab. Dieses Mal ging es nicht um eine alltägliche Angelegenheit. Es ging einzig und allein darum, den Propheten a.s. aus dem Weg zu schaffen. Weder diplomatische Gespräche noch andere Maßnahmen kamen in Frage. Die einzige Lösung war es, Muhammad ibn Abdullah vom Stamm der Banu Hashim zu töten. Doch ein Mord an einem Stammesmitglied könnte einen Krieg herbeiführen. Also suchten sie nach einem Weg, Muhammad a.s. zu töten, ohne einen einzelnen Stamm dafür verantwortlich zu machen. So entschieden sie sich, dass je ein Mann von jedem Stamm auserwählt wird, um gemeinsam den Mord an Muhammad a.s. zu begehen. Sie begaben sich zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam und warteten auf den besten Zeitpunkt, um ihn zu töten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bemerkte seine Belagerer und befahl Ali radiallahu an, der mit ihm war, in seinem Bett zu schlafen und sich mit seinem grünen Gewand zuzudecken. Er a.s. versicherte ihm, dass ihn kein Schaden treffen würde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warf eine Handvoll Staub auf die Mörder, um ihre Sicht zu benebeln, und schaffte es mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'alas an ihnen vorbeizugehen. Er a.s. begab sich auf direktem Wege zum Haus von Abu Bakr radiallahu an, der ihre Abreise bereits vorbereitet hatte. Sie brachen auf und suchten Zuflucht in einer Höhle. Als die Mörder die Täuschung erkannten, waren Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr radiallahu anhu schon längst aufgebrochen. Die Quraysh mobilisierten zornentbrannt ihre Kräfte, um nach dem Gesandten alaihissalatu wasallam zu suchen und ihn zu töten. Sie blieben in dieser Höhle für 3 Nächte, bis die Kopfgeldjäger und Spurenleser, welche die Quraysh beauftragten, an die Öffnung der Höhle traten. Als der Feind fast unmittelbar vor ihnen stand, flüsterte Abu Bakr radiallahu an dem Gesandten alaihissalatu wasallam zu: "Wenn sie durch den Spalt schauen, werden sie uns entdecken." Der Prophet alaihissalatu wasallam antwortete mit ruhiger Stimme: "Sei nicht traurig, Abu Bakr. Was hältst du von Zweien, deren Dritter Allah ist?" Die Verfolger haben letztlich die Suche aufgegeben. Einige Zeit später erreichte sie einen Mann, dem Abu Bakr vertraute. Er brachte ihnen 2 Kamele und sie setzten ihre Reise nach Yathrib fort. Die Gefahr war jedoch nicht gebannt. Das hohe Kopfgeld brachte noch immer viele Männer dazu, nach dem Propheten a.s. zu suchen. Auf einer Reise ist es nahezu unmöglich, vollkommen unentdeckt zu bleiben. Früher oder später kreuzt jemand deinen Weg. Genauso war es auch beim Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Die Nachricht von Reisenden erreichte einen Mann namens Suraqa. Er machte sich auf den Weg, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefangen zu nehmen. Er hinterging seine Begleiter und machte sich alleine auf den Weg, um das Kopfgeld mit niemandem teilen zu müssen. Getrieben von Gier nahm er sich das schnellste Pferd und zog los. Auf seinem Weg stolperte das Pferd. Und wie es Brauch unter den Arabern war, zog er ein Los, um Klarheit darüber zu bekommen, ob er die Verfolgung weiter aufnehmen sollte. Die Zeichen, die er deutete, waren sehr schlecht. Dennoch entschied er sich, seine Jagd fortzusetzen. Das Pferd stürzte erneut, doch er beachtete es nicht weiter und kam dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam bereits sehr nah. Doch als das Pferd zum 3. Mal stolperte und stürzte, wurde er stutzig. Er erkannte, dass es eine Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala war. Als er schließlich die Reisenden erreichte, war sein Herz voller Reue. Und er flehte den Propheten sallallahu alaihi wasallam demütig um Vergebung für seine schlechten Absichten. Er versuchte sich zu erklären und bot ihnen Verpflegung an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehnte dies ab und verlangte stattdessen, dass Suraqa die Verfolger auf eine falsche Fährte lockt. Suraqa willigte ein und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vergab. So wurde ein eingeschworener Feind zu einem ehrlichen Gläubigen und Unterstützer des Islam. Doch sollte das Herz von Suraqa nicht das einzige sein,
welches von der Gier hin zu Allah subhanahu wa ta'ala gewendet wurde. Auf den letzten Etappen nach Yathrib trafen sie auf Abu Burayda. Kaum hatte er Muhammad sallallahu alaihi wasallam erblickt und einige Worte mit ihm gewechselt, nahm er den Islam an und mit ihm 70 seiner Männer. So beschützte Allah subhanahu wa ta'ala die Auswanderung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. In Yathrib hielten die Menschen seit der Rückkehr der ersten Muslime täglich Ausschau nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie machten sich große Sorgen, dass dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam unterwegs etwas zugestoßen sein könnte. Doch dann endlich, am 11. Tag nach dem Aufbruch aus Mekka, wurde am Horizont die Silhouette einer Menschengruppe sichtbar. Sie kommen! Der Gesandte Allahs ist da! Sie kommen! Rief einer der Späher. In kürzester Zeit füllten sich die Straßen von Yathrib und die Stadt geriet in eine bis dahin noch nie gesehene Stimmung der Freude. Es wurde getrommelt und gesungen, bis der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr vor die Menschenmenge trat. Die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala könnten nicht zutreffender sein. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Doch nutzte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam die Zeit der Erleichterung nicht dafür, sich auszuruhen. Er begann mit dem Bau einer Moschee im Stadtzentrum von Yathrib, das erste Regierungsgebäude des Islam, in dessen Anbauten sich das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam sowie die ersten Lernstätten des Islam befanden. Die Geschichte dieser Auswanderung zeigt uns auf, dass die Hijra keineswegs eine Flucht vor Feinden war. Vielmehr war es die Nutzung einer Chance, die sich nach jahrelanger Aufklärungsarbeit geboten hat, den Islam in der Gesellschaft zu implementieren. Mit der Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde die Stadt Yathrib zu Medina umbenannt. Denn Medina bedeutet der Ort, an dem der Din umgesetzt wird. So war die erste Moschee keineswegs ein Ort, an dem von Menschen erfundene Gesetze niedergeschrieben wurden. Wie im Rathaus der Mekkaner, dem Darun Nadwa, oder in Parlamenten, wie wir sie heute kennen. Die Moschee war ein Regierungsgebäude von einem Staat, den es in dieser Form noch nie gegeben hat. Ein Staat, in der Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der über die Menschen richtet. Denn nur er subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, kann unser Leben regeln. Er ist es, der dieses Leben erst hervorgebracht hat. Und er ist es, der jedes offene wie verborgene Wissen über diese Welt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran: Und richte unter ihnen nach dem, was Allah herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen und nimm dich in Acht vor ihnen.